Willkommen zurück zur Physikvorlesung Einführung in die Mechanik. Jetzt zum 11. Teil im Kapitel, im Teil über Schwingungen und Wellen. Es geht um die Beschreibung von Wellen im Raum und auf Oberflächen, um Kugelwellen. Die Frage ist ganz praktisch und die kennt eigentlich jeder, der mal Musik gehört hat, vielleicht zu laut aus einer Schallquelle, einem Lautsprecher. Wie leise wird es, wenn man weggeht? Wie weit muss man weggehen, damit der Schall noch erträglich ist oder vielleicht zu leise wird? Dass es eine Abstandsabhängigkeit gibt von der Quelle zum Empfänger, ist klar. Genauso beim Licht weiß eigentlich auch jeder, es wird dunkler, wenn man weiter weggeht von der Lichtquelle. Die Intensität nimmt mit dem Abstand ab. Und das ist jetzt gesucht in diesem Kapitel, wie wir das beschreiben können, wie die Intensität der Welle abnimmt mit dem Abstand. Und das ist eigentlich klar, dass das unterschiedlich sein muss, abhängig vom Typ der Welle. Ob es eine ebene Welle ist, ob es eine Punktquelle ist auf einer Oberfläche oder wie beim Schall eine Quelle, die in den gesamten Raum abstrahlt. Und diese drei Teile, die wollen wir uns nacheinander anschauen. Also zuerst zu der ebenen Welle. Was damit gemeint ist, kann man sich verdeutlichen, entweder in der Grafik oder wenn ich es zeige, dass wir Wellen, sogenannte Fronten haben. Das sollen die Bereiche markieren, wo die Welle mit gleicher Phase läuft, also zum Beispiel, dass die Amplitude ein Maximum hat. Und diese Welle könnte nach und nach laufen mit Maxima an verschiedenen Positionen, jeweils hier markiert durch so einen Stift. Das heißt, der Abstand zwischen diesen Wellenfronten hier, das sind diese Linien, das ist jeweils die Wellenlänge. Beschrieben wird die Wellenlänge oder die Welle auch durch das K, nämlich K ist ja 2π durch Wellenlänge. Und die Richtung, wie sich diese Welle ausbreitet, könnte man dann auch durch einen Vektor K darstellen. Also der Vektor K geht in Richtung der Ausbreitungsgeschwindigkeit, der Phasengeschwindigkeit. Die Wellenfronten, also die Punkte, die in gleicher Phase sind, Maximum zum Beispiel, sind dann in dem Fall bei einer ebenen Welle senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Hier unten ist dargestellt, wie das bei einer harmonischen Welle laufen würde. Das heißt jeweils, diese Bereiche hier sind im Maximum. Wie sieht jetzt die Energie aus, beziehungsweise wie sieht die Amplitude aus, wenn diese Welle weiterläuft? Wir hatten gesagt, dass die Energie übertragen wird. Im letzten Kapitel hatten wir uns das angeschaut und die Energieübertragung hängt ab von der Frequenz oder Kreisfrequenz, nämlich quadratisch, hängt ab von der Amplitude, auch quadratisch, von der Phasengeschwindigkeit und natürlich von der Zeit, die man betrachtet. Die Proportionalität deutet hier an, dass es erstmal unabhängig davon ist, was für eine Welle es ist, dieser Zusammenhang mit Frequenz, Ausbreitungsgeschwindigkeit und Amplitude gilt immer. Um jetzt zu überlegen, was eigentlich abnimmt, wenn die Welle weiterschreitet, können wir uns Folgendes überlegen. Die Energieerhaltung als Grundsatz der Mechanik, der gesamten Physik, das gilt immer, wenn keine Reibung vorliegt. Das heißt, die Energie, wenn wir diese Welle betrachten, muss an der Stelle genauso sein wie hier, wenn die Welle weitergelaufen ist. Also Energieerhaltung ist das Zentrale. Und das bedeutet in dem Fall, wenn die Welle, die Form sozusagen, sich nicht ändert, nämlich weil das ja eine ebene Welle sein soll, dann muss die Energie auch unabhängig sein von der Position. Das heißt, die Welle ändert sich nicht in der Amplitude, nicht in der Frequenz, nicht in der Ausbreitungsrichtung. Ein Beispiel dazu, wo man das sieht, ist bei einer Schallwelle, zum Beispiel auf einem Schiff, wie es früher verwendet wurde. Der Kapitän hat mit dem Maschinenraum kommuniziert, indem er
eine Röhre benutzt hat und dort reingesprochen hat. Die Welle des Schalls, die Druckwelle, breitet sich mit nur sehr geringer Reibung, also Abschwächung, aus und kann im Schiffsinneren dann auch gehört werden. Also die Sprache wird über eine große Entfernung transportiert und damit die Druckwelle. Ein anderes Beispiel ist hier gezeigt bei einer Wasserwelle in einem Flusslauf, der mehr oder weniger gerade ist. Das hier ist in England, in der Nähe vom Bristol Channel aufgenommen. Die Tide, die Ebbe und Flut, führt dazu, dass es zu einem merkwürdigen Phänomen kommt, dass diese Welle reinläuft, und zwar als eine Welle. Und das ist dann, das nennt sich Tidal Wave, ein komisches Phänomen, dass die Tide als eine dominierende Welle reinläuft und mehr oder weniger ohne die Form zu ändern. Das ist hier jetzt in Kanada, dieses erste Beispiel, da war ich im letzten Sommer, habe das auch so ähnlich gesehen. Hier in Kanada in einem größeren Maßstab und tatsächlich in China gibt es das Phänomen auch bei einem deutlich größeren Fluss, dass diese Welle als eine Welle weiterläuft, ohne die Form nennenswert zu ändern. Das kann man auch in der Dachrinne beobachten, die vielleicht nicht besonders breit ist, wenn dort Wasser drin steht und man löst eine Welle aus, die läuft einfach ungedämpft oder relativ mit schwacher Dämpfung weiter. Also der Bereich ebene Welle ist einfach zu verstehen. Wie sieht es aus bei einer Oberflächenwelle mit einer Punktquelle, also eine Wasserwelle? Nimmt die irgendwie die Intensität vom Zentrum ab? Könnte man sich eigentlich fragen, was passiert, wenn irgendwo ein Erdbeben im Meer ist? Hängt es davon ab, wie groß die Entfernung ist, wie stark die Zerstörung ist? Sicherlich. Die Frage jetzt, wie genau sieht das aus? Im Kleinen können wir uns das angucken. Das ist hier einfach ein Wassertropfen in einen Wassertopf reinfallen lassen. Und man sieht, dass diese Welle sich ausbildet, hier aufgenommen, um das besser darzustellen, mit 1000 Hertz, 1000 Bilder pro Sekunde. Und man sieht tatsächlich, dass die reflektierte Welle, die an dem Kochtopf an der Seitenwand reflektiert wird, wieder zurückläuft und so ungefähr wieder sich im gleichen Punkt sammelt. Hier sieht man wunderschön, dass die Tropfen beim Reinfallen durch die Adhäsion, durch die Oberflächenspannung dazu führen, dass der rausgestoßene Tropfen beim wieder sich sammelt und nochmal zurückfällt. Hier zwei Tropfen bilden sich sogar aus und diese Welle auslöst. Und man sieht, was intuitiv auch klar ist, dass die Amplitude der Welle mit dem Abstand vom Eintreffpunkt abnimmt. Also hier angedeutet, diese konzentrischen Ringe von der Seite betrachtet heißt, das sind die Punkte mit gleicher Phase. Es sind also sozusagen Ringe, die auf der Oberfläche weglaufen, und die Amplitude muss irgendwie abnehmen. Aus dem Film eben hier einfach die Bilder mal rausgeschnitten an verschiedenen Zeiten oder Größe der Welle. Die Amplitude der Welle nimmt ab mit dem Abstand vom Auftreffpunkt. Wie kriegen wir raus, wie diese Amplitude abnimmt? Schlüssel ist wieder die Betrachtung der Energieerhaltung. Die Energie bleibt gleich, die in dem Auftreffen ausgelöst wird und in der Welle drinsteckt. Die wird weiter wandern mit der Welle. Da aber die Welle größer wird, nämlich dann abhängig von dem Kreisumfang dieser Welle, nimmt die Energie ab mit 1 durch R.
Der Kreisumfang wächst mit R, also Kreisumfang 2πr. Die Energie pro Stück, also die Energiedichte, muss dementsprechend mit 1 durch R abnehmen, damit die Energieerhaltung erfüllt ist. Das gilt in dem Fall für die Oberflächenwelle. Allgemein hatten wir ja im letzten Kapitel hergeleitet und eben auch schon erwähnt, dass die Energie proportional zum Quadrat der Amplitude ist. Das bedeutet, dass die für diese Oberflächenwelle die Amplitude dementsprechend mit 1 durch Wurzel r abnehmen muss, damit diese Relation erfüllt ist, dass die Energiedichte mit 1 durch r abnimmt. Also die Energieerhaltung können wir verwenden, um eine Aussage darüber zu treffen, wie die Amplitude abnimmt. Also mit 1 durch Wurzel r. Verdopplung der Entfernung vom Quellpunkt heißt, die Amplitude, die Höhe, in dem Fall dieser Oberflächenwelle, nimmt mit 1 durch Wurzel 2 ab. Wie sieht es aus bei einer Kugelwelle? Das heißt, das könnte sein, eine Schallquelle, punktförmig, die den Schall in alle Raumrichtungen aussendet, oder eine Lichtquelle, eine Glühbirne, die also keine Abstrahlcharakteristik hat, die irgendwo das drauf in irgendein Raumelement fokussiert oder abstrahlt, sondern gleichmäßig in alle Raumrichtungen. Das heißt, wir können das so betrachten: zu einem Zeitpunkt muss von der Quelle, das soll im Zentrum sein, die Verteilung der Welle auf einer Kugeloberfläche sich ausgebildet haben. Zu einem späteren Zeitpunkt ist die Welle weitergewandert durch die Phasengeschwindigkeit. Die Wellenintensität verteilt sich also auf eine größere Oberfläche, und diese Oberfläche wird immer größer, wenn die Zeit vom Auftreffen, vom Aussenden vergrößert wird. Also können wir wieder folgern, ähnlich wie bei der Oberflächenwelle, dass von der Quelle jetzt die Energie sich verteilen muss auf eine Fläche. In dem Fall hier ist es angedeutet, wenn wir nur den Teil betrachten, der in einen Raumwinkel, in einen Teil des Raumes ausgesendet wird. Die Oberfläche von der Kugel ist 4πr², genauso wie dieses Flächenelement, was bestimmt wird durch radial laufende Vektoren von der Quelle ausgehend, auch diese Fläche wächst mit r². Wieder der Gedanke, dass die Energie erhalten bleibt. Daraus können wir folgern, dass die Energiedichte der Welle mit 1 durch r² abnimmt. Energieerhaltung und diese Proportionalität zu 1 durch r² führt dazu, dass die Energie, und Energie ist proportional zur Amplitude, führt dazu, dass die Amplitude der Welle mit 1 durch r abnehmen muss. Das bedeutet, wir haben jetzt die Möglichkeit, diese Kugelwelle, wenn sie harmonisch verläuft, das heißt beschrieben werden kann durch einen Sinus oder einen Kosinus, dass wir die schreiben können als eine Amplitude, die skaliert wird mit 1 durch r. Also in dieser Weise. Hier hinten steht der Wechselanteil, das Wechseln mit der Zeit und mit der Entfernung vom Quellpunkt, und hier vorne die Amplitude, die Ausgangsamplitude, die dann mit 1 durch r abnimmt. Ein Beispiel dazu könnte man fragen, wie sieht es denn aus, wenn jetzt ein Auto genommen wird, das oder dessen Motor eine Schallwelle aussendet, ein Geräusch, Krach macht. Wie breitet sich dieser Schall aus und wie viel leiser wird eigentlich das Auto mit der Entfernung? In dem Fall verteilt sich die Energie, die ganze Welle, nicht auf eine Kugel, sondern auf eine Halbkugel, wenn die Abstrahlung in alle Richtungen gleich ist. Die Proportionalität mit dem Abstand ist die gleiche, weil auch die Halbkugel natürlich die Oberfläche hat, die mit r² wächst. Also auch hier können wir direkt folgern, die Energie,
Dieser Schall, Welle, nimmt mit 1 durch R ab. Dazu eine Erweiterung, was passiert, wenn man eine sogenannte Inversionswetterlage hat. Zum Beispiel tritt das häufig auf, auch bei mir, wo ich wohne, da ist eine Autobahn in einer Entfernung von 3 Kilometer ungefähr. Normalerweise hört man die nicht, nur als ganz, ganz leises Hintergrundgeräusch. Allerdings, gerade im Herbst, im Spätsommer, gibt es Wetterlagen, sogenannte Inversionswetterlagen. Da sitzt die kalte Luft am Boden und wärmere Luftschichten sind oben. Und das führt dazu, dass der Schall von dem Auto an dieser wärmeren Luftschicht reflektiert wird. Der dringt nicht dadurch, sondern wird zurückreflektiert. Bei diesen Wetterlagen hört man leider, ich auch, die Autobahn relativ laut in einer großen Entfernung. Und das liegt jetzt daran, dass diese Inversionswetterlage dazu führt, dass der Schall nicht nach oben entweichen kann, sondern rückreflektiert wird, dann am Erdboden wiederum reflektiert wird und sozusagen wie in so einem zwischen zwei Seiten eines Buches oder zwei Platten transportiert wird. In dem Fall breitet sich die Welle also ähnlich aus, wie man das bei einer Oberflächenwelle hat, nämlich die verteilt sich im Raum nicht nach oben, sondern nur abhängig von in dieser einen Ebene. Deswegen eine andere Abstandscharakteristik der Schallintensität, ähnlich wie wir es beschrieben hatten. Für eine Oberflächenwelle also nimmt ab mit 1 durch Wurzel R. Und dementsprechend ist die Abnahme mit dem Abstand von der Schallquelle langsamer, man hört dann das Auto länger. In dem Fall mit der Autobahn ist es sogar noch komplizierter, weil man natürlich nicht nur ein Auto hat, sondern viele, beschreibbar auf einer, wenn die Straße gerade ist, durch viele Quellen auf einer Linie aufgereiht. Dann sieht das noch ein bisschen anders aus, gucken wir uns jetzt nicht im Detail an. Eine Anmerkung dazu aber, wie diese Schallempfindung eigentlich ist beim Auto oder bei Musik. Die Schallempfindung des Ohres, des menschlichen Ohres, ist sehr stark nicht linear von der Schalldruckamplitude, von der eigentlichen Schallintensität, ist eher logarithmisch. Und das führt dazu, dass man das, was wir gerade gesagt haben, nämlich diese Abstandsabhängigkeit mit 1 durch R oder 1 durch Wurzel R für Kugelwellen oder Oberflächenwellen nicht direkt übertragen kann auf die Lautstärke-Empfindung, die wir haben. Andere Anmerkung noch, zweite. Wir hatten jetzt für diese Kugelwelle herausgefunden, dass der Schall sich ja verteilt auf einer Oberfläche, also die Energie mit 1 durch R Quadrat deswegen abnimmt. Das ist das Gleiche von der Charakteristik, wie wir das für das Gravitationsgesetz, für die Gravitationskraft schon hergeleitet haben, nämlich dass wir das verstehen können, wie die Abschwächung ist, wenn wir die Entfernung zwischen zwei Massen vergrößern, dass es sozusagen mit 1 durch R Quadrat abnimmt. Da hatten wir das gesagt oder beschrieben durch das Einführen von Feldlinien, die sich auf dieser Oberfläche verteilen. Und hier ist das so ähnlich beschreibbar, wenn man die Energie von Wellen betrachtet. Wir gehen jetzt hier nicht weiter ins Detail. Man braucht diese Betrachtung relativ häufig und immer geht es um die Energiebetrachtung, wenn man zum Beispiel in der Medizin betrachtet, wie ist dann eigentlich die Schallintensität beim Ultraschall im Körper in Abhängigkeit vom Abstand. Was passiert, wenn man eine Quelle hat für Ultraschall oder ein ganzes Array, eine ganze Linie mit einzelnen Quellen? Wie nimmt die Intensität mit der Tiefe im Körper ab? Da
Man könnte da jede Menge andere Beispiele finden, die wir sicherlich noch teilweise anführen werden in späteren Kapiteln, auch im Elektromagnetismus oder in der Optik. So viel aber erstmal zu diesem Kapitel. Bis bald.